Der Nil hat einen erstaunlich stabilen Verlauf. Schon seit 30 Millionen Jahren fließt er durch Ostafrika nach Norden ins Mittelmeer. Der Nil ist mit einer Gesamtlänge von 6671 Kilometern der längste Fluss der Welt. Das Wasser im Nil kommt vor allem aus zwei Quellen, dem Weißen und dem Blauen Nil. Der Weiße Nil kommt aus der Gegend des Viktoriasees in der Nähe des Äquators. Dort ist der Kagera der eigentliche Quellfluss, er geht durch den Viktoriasee. Der Weiße Nil ist besonders lang, 2,5-mal so lang wie der Blaue Nil. So bildet sich der Nil aus kleineren Flüssen, die den Tropen Ostafrikas, Äthiopien, Ruanda, Burundi, entspringen. Diese kleinen Flüsse strömen nordwärts durch Länder wie Tansania und Uganda. Im Sudan verbinden sie sich zum eigentlichen Nil. Der Nil fließt ab hier durch die Wüste und mündet in Ägypten ins Mittelmeer. So fließt der Nil durch 11 Länder, Tansania, Ruanda, Burundi, die Demokratische Republik Kongo, Uganda, Kenia, Äthiopien, Eritrea, Südsudan, Sudan und Ägypten. Die Tierwelt am Nil ist reichhaltig und umfasst Wasservögel wie Reihe, Nilgänse und Kraniche sowie Raubvögel wie Habichte und Milane. Im Süden des Nils leben zudem Flusspferde und Krokodile.